Frau Staatsverwaltungsvorsteherin, meine Damen und Herren, es ist doch immer wieder erstaunlich, Herrn Dr. von Rühn zuzuhören. Also das muss ich schon sagen. Ja. Aber wenn ich dann das Ergebnis seiner Rede kurz zusammenfassen darf und dann auch noch im weiteren Verlauf meiner Rede hier nochmal kurz mal auf einige Punkte eingehen werde. Mit Ihren Ausführungen, glaube ich, ich habe das jetzt so verstanden, hätten wir mittlerweile ein Defizit, was in die Milliarden gehen würde, weil Sie fordern und fordern und fordern. Und ich habe nirgendwo gelesen oder gehört von Ihnen, dass Sie in irgendeiner Form auch über Einsparungen diskutieren, außer natürlich beim Personal, das ist völlig klar. Ich habe mich eh schon gewundert, warum in diesem Jahr. Doch, deswegen ja nicht. Lassen Sie sich mal aussprechen. Der Punkt ist, ich habe mich in diesem Jahr wirklich darüber gewundert, dass von der CDU keinen Antrag kam, um Personalkosten zu reduzieren, was sonst alle Jahre passiert ist. Aber trotzdem der Hinweis, viel zu viel Personal, viel zu viel Personal. Aber lassen Sie mich im Einzelnen darauf eingehen. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu Beginn. Sie sprachen von Regierungskoalitionen. Haben Sie schon mal das Grundgesetz und die Hessische Gemeindeordnung gelesen, was da drin steht? Ja, aber ich meine, genau darum geht es und daran fehlt es auch. Und daran fehlt es möglicherweise genau bei der CDU. Zur Diskussion steht heute eben ein Haushaltsentwurf der Stadt Kassel für das Jahr 2018. Wir reden halt über Aufwendungen von 830 Millionen Euro und geplanten Erträgen von 838 Millionen Euro. Also ein geplanter Überschuss von rund 8 Millionen Euro. Zum sechsten Mal in Folge hat damit die Stadt Kassel gezeigt, wie gut sie haushalterisch planen kann, im Gegensatz zu den Aussagen, die der Dr. von Rühn hier gemacht hat. Wir dürfen zurzeit davon ausgehen, dass auch das Jahr 2017, nehme ich mal aus, ich habe zwar noch keine Zahlen gehört, mit einem positiven Ergebnis verabschiedet werden kann. Deswegen können wir auch davon ausgehen, dass im nächsten Jahr wir 48 Millionen Euro für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung haben. Und hier geht es schon weiter mit dem Thema Kassenkredite, Herr Dr. von Rühn. Ich habe das so verstanden, die Kassenkredite sind eben doch nichts für langfristige Finanzierung, das stimmt, haben Sie auch gesagt. Aber sie dienen einfach dafür, kurzfristige Bedarfe abzudecken, wenn sie dann auftauchen. Es ist ja noch lange nicht gesagt, dass diese Kassenkredite und die Genehmigung, die wir mit dem Haushalt erteilen, auch tatsächlich ausgenutzt werden, dass die Kassenkredite auch genutzt werden. Soweit ich den Stadtkämmerer bisher verstanden habe, gehen wir damit entweder sehr sparsam, zurückhaltend um oder nutzen sie gar nicht. So, diese Einschränkungen haben Sie nicht gemacht, weil Sie am Anfang gleich gesagt haben, und wir müssen wieder einmal deutlich über eine Riesenzahl an Kassenkrediten bewilligen. Und damit haben Sie unterstellt, dass diese Kassenkredite, das haben Sie in weiteren Ausführungen Ihrer Rede gemacht, für andere Zwecke als für diese, die Sie eigentlich vorgesehen sind, verwendet werden. Das ist eine Sache, die hier nicht auf diesen Punkt gesagt werden sollte, sondern hier gehört es her, Wahrheit und Klarheit miteinander zu verbinden. Auch zukünftig müssen wir trotz dieser guten Ergebnisse und dieser guten Zahlen, und Sie haben ja schon einiges dazu gesagt, den Herausforderungen einer ausgeglichenen Haushaltsführung uns stellen. Und dafür sind wir alle hier verantwortlich, in diesem Hause von links bis ganz rechts. Das darf man nicht vergessen. Denn, auch das haben Sie angesprochen, wir haben immer noch Schulden. Die liegen noch über 400 Millionen Euro. An dieser Stelle müssen wir sehr sorgfältig nach vorne schauen. Und wir können nicht davon ausgehen, das ist korrekt, dass diese Zinsbase, in der wir uns zurzeit befinden, lange, lange anhält. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, alles, was mir bekannt ist und was ich immer wieder diskutiere, auch mit Leuten, die aus dem Bankbereich kommen, von heute auf morgen werden wir nicht erleben, dass die Zinsen plötzlich gravierend ansteigen. Das würde vielleicht dem einen oder anderen Sparer freuen, aber ich denke, das wird ein langer Prozess sein. Daher vertraue ich dem Stadtkämmerer und vertraue ich auch uns als politisch Verantwortliche, dass wir bis dahin noch einen deutlichen Berg an Schulden abgebaut haben. Und wenn Sie richtig zuhören, der Stadtkämmerer Christian Geselle und Oberbürgermeister hat immer wieder deutlich gemacht, wir müssen darauf achten, dass wir die Schulden tilgen, die wir haben. Und dazu sind wir nur in der Lage, wenn wir einen vernünftigen Haushalt führen, der auch mit Überschüssen abschließt und uns trotzdem die Möglichkeit bietet, hier zu investieren. Also die 400 Millionen Euro haben wir schon noch im Blick und auch wir als
verantwortungsvolle Fraktion und verantwortungsvolle Koalition. Ich will jetzt nicht die Regierungs... Wir sehen, dass mit diesem Haushaltsplan, der uns vorliegt, die Voraussetzung für eine langfristig angelegte, auf solide Basis aufgestellte Finanzentwicklung gegeben ist. Denn natürlich, die Stadt Kassel kann nicht die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einfach mal so anheben. Das ist Sache der Wirtschaft, das ist völlig richtig. Aber sie steigt seit Jahr und Tag. Und in diesem Jahr müssen wir feststellen, dass selbst die Arbeitslosenquote deutlich unter 8% gesunken ist. Damit einhergehend ist natürlich auch der andere Effekt dabei, dass die Einkommensteuer, der Anteil der Einkommensteuer für die Stadt Kassel steigt. Dieses Mittel, diese Einnahmen sind ein wichtiger Bestandteil auf der Ertragsseite der Stadt Kassel und wir sollten alles daran setzen, diesen Trend auf hohem Niveau fortzusetzen. Dazu sind vielfältige Maßnahmen nötig, die auch in der vorliegenden Haushaltsplanung an verschiedenen Stellen im Gegensatz zu ihren Aussagen Niederschlag finden. Ein wichtiger Anteil ist dabei die Ausweisung von Flächen für Wohnungsbau in Kassel, sowohl für Mietwohnungsbau als auch die Schaffung von Eigentumswohnungen, Eigentum für Familien und Ansiedlung von Familien. Gerade damit sich Menschen mit in Kassel ansiedeln können, hier ihre Einkommen erzielen und uns damit die Möglichkeit geben, auch an diesem Teil der Finanzierung an unserem Haushalt teilzuhaben. Die konjunkturelle Entwicklung in Kassel ist ebenfalls positiv. Sie zeigen eben die guten Zahlen der Gewerbesteuer. Diese Ertragsquelle gehört zu den wichtigsten innerhalb der Kommunalfinanzen und sollte daher auch sehr, sehr sorgfältig betrachtet werden. Klar, der Einfluss der Politik auf unternehmerische Erfolge ist nicht mittelbar. Das ist klar. Aber es ist nicht unmittelbar. Aber eine kluge Politik, auch für die Kommune, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie die Rahmenbedingungen für Unternehmen positiv beeinflusst. Und das ist das, wo wir als SPD-Fraktion und die Partner in der Koalition einen entscheidenden Anteil mit unserer Haushaltsplanung dazu beitragen. Wir sind dabei, Gewerbeflächen zu entwickeln, Bereitstellen von Infrastruktur, Erreichung von Planungssicherheit ist ein ganz wichtiges Thema in einer Stadt. Die Planung, das Ausweisen von Flächen, die Beplanung ist nun mal Sache der Stadt Kassel. Und das ist ganz, ganz wichtig für Unternehmensansiedlung, dass sie Planungssicherheit haben. Dafür schützen wir die Verwaltung, dafür ist eine Verwaltung auch personell gut auszustatten. Und dafür müssen wir auch als politisch Verantwortliche eine Verwaltung unterstützen, was wir mit dem Haushalt tun. Ebenso gehört dazu ein aktives Marketing, Wirtschaftsmarketing. Dazu gehört eben auch eine vernünftige Politik, die es erlaubt, dass wir auch Werbung mit uns als Wirtschaftsstandort Kassel, als Kulturstandort Kassel nach außen machen, damit Leute sich hier ansiedeln. All das, meine Damen und Herren, wird durch den aktuellen Haushaltsplan in vielen Bereichen unterstützt. Ein Punkt dazu, wir haben als bestes Beispiel dazu den Gewerbepark Kassel Niederzwehr. Dort hat es gezeigt, wie schnell und wie gut eine Verwaltung auf Bedürfe reagieren kann, Bedarfe reagieren kann und wir sehr schnell Planungen vorgelegt haben, damit jetzt schon Ansiedlungen dort passieren können. Das war eigentlich erst für einen späteren Zeitpunkt gegeben. Also das ist aktive Unterstützung von Ansiedlungs- und Unternehmenspolitik in Stadt Kassel und deswegen weise ich Ihren Vorwurf, wir hätten damit ja nichts zu tun, ganz klar zurück. Natürlich gibt es auch immer wieder Bedarfe, diese Gewerbesteuer doch als mögliche Quelle stärker auszunutzen. Gerade die Linken zeichnen sich dadurch aus. Ich habe das dieses Jahr, ja, den Antrag kann man eigentlich im Grunde kopieren, jedes Jahr wieder vorlegen, dass selbstverständlich die Gewerbesteuer erhöht werden sollte. Wir warnen davor, wir werden diesen Antrag natürlich nicht unterstützen. Der Hebesatz von gegenwärtig 440% liegt im oberen Mittelfeld aller Städte hier in Hessen. Die Stadt steht im Wettbewerb mit dem Umland. Und mit den umliegenden Regionen, noch nicht mal nur in Hessen, sondern die Niedersachsen ist nahe bei, wir haben gleich Nordrhein-Westfalen um die Ecke. Und wenn man so an der Autobahn A44 entlang fährt, sieht man schon, wo da Gewerbeflächen entwickelt wurden, die möglicherweise auch in Kassel oder Umland im Raum Kasketten entstehen können. Muss man sich einfach mal anschauen. Deswegen warnen wir ausdrücklich davor, hier an dieser Stelle die Gewerbesteuer zu erhöhen, denn damit betreiben wir im Grunde eine falsche Ansiedlungspolitik und fördern nur die Abwanderung von Unternehmen. Deswegen werden auch wir an dieser Stelle diesen Anträgen nicht zustimmen, denn Kassel ist gut aufgestellt im Bereich gerade des Mittelstandes, der hier sich entwickelt hat und wir sind nicht abhängig wie manche Nachbargemeinden von einem großen Arbeitgeber, der dann möglicherweise
wo das Risiko höher ist, auf lange Sicht. Dieser wichtige Punkt ist für uns sehr, sehr wichtig. Die Gewerbesteuer fassen wir nicht an, wir lassen sie, wie sie ist, und hoffen darauf, dass auch niemand anderes uns überstimmt an dieser Stelle. Ein wichtiger Punkt in dieser Stadt, meine Damen und Herren, liegt aber im Bereich der Klarheit und Wahrheit. Warum sage ich das? In letzter Zeit kann ich mir nicht erwehren, den Eindruck nicht erwehren, dass in dieser Stelle bei einigen Beteiligten in diesem Hause dieser Grundsatz nicht mehr gelten soll. Das kann durchaus mit dem Einzug der AfD zusammenhängen, aber dass sich auch andere Parteien in diesem Haus ihre Wahrheit so zusammenstellen, wie sie gebraucht werden, kann eigentlich nicht Politikstil sein in diesem Haus. Die AfD mit all ihren Anträgen und Anfragen hat erweckt grundsätzlich den Eindruck, dass alles, was wir vom Magistrat als Information bekommen oder was hier als politisches Thema diskutiert wird, den Bürgern ein falsches Bild von der tatsächlichen Stadtentwicklung darstellt und denen praktisch falsche Botschaften vorgaukelt, das ist mittlerweile deutlich geworden. Dass aber auch die CDU schon beginnt, über ihre Informationsdefizite zu klagen und dem Magistrat unterstellt, die Unwahrheit zu sagen, ist einfach nicht hinnehmbar. So geschehen in der letzten Stadtverordnetenversammlung. In der letzten Stadtverordnetenversammlung und auch im Finanzausschuss. Alle Fakten zu den ganzen Dingen lagen auf dem Tisch. Alle Beteiligten waren mehrfach informiert worden. Selbst die Protokolle der Sitzung lagen vor, aber die CDU war angeblich nicht informiert. Hier schließt sich allerdings auch der Kreis, denn es kam genauso von den Freien Wählern und natürlich auch von den Linken die gleichen Argumente. Alles keine Informationen, keine echten Hinweise. Der Magistrat hält uns die Wahrheit vor. Oder? So. Ja. Und das kann es nicht sein, wenn alle Fakten vorliegen. Wenn alle Fakten vorliegen, was ist das für ein Politikstil? Meine Damen und Herren, so wird Politik zur Verunsicherung der Stadtgesellschaft betrieben und die nicht zur Entwicklung einer offenen Stadtgesellschaft. Indem Sie einfach zuhören, die Botschaften, die Sie bekommen, auch tatsächlich richtig an der Stelle einordnen und den Fakten, die tatsächlichen Fakten ins Auge sehen, steht alles geschrieben. Selbst das, was Sie behaupten zu Haushaltsplänen, was ich eben gerade von Herrn Dr. von Grün gehört habe, wird widerlegt durch die vorliegenden Haushaltspläne. Ich denke da an zum Beispiel an die Zahlen zum KIP 1 und KIP 2. KIP 1 war in der Tat ein Bundes- und Landesprogramm. Aber Sie wissen es ganz gut, dass das KIP 1 nicht nur für Schulen vorgesehen war, sondern für bestimmte Investitionen. Und immer wieder die Aussage trifft eben nicht zu, dass das ganze Geld nur für den Rathausausbau verwendet wurde. All das alleine schon in dieser Aussage müssen Sie mehr Verantwortung für Ihre Aussagen übernehmen, damit Sie dem Publikum, den Zuhörern nicht glauben, nicht wieder immer wieder erzählen, ja, die geben das Geld mit vollen Händen fürs Rathausausbau. Nein, es sind jede Menge Investitionen für Schulen, für Sportanlagen, für andere Infrastrukturprojekte, auch im Rahmen des KIP 2, KIP 1 finanziert worden. Das so sollten Sie auch argumentieren, wenn Sie hier schon argumentieren und nicht anfangen, das alles beiseite zu wischen. Dazu gehört allerdings jetzt auch, zur Wahrheit und Klarheit, eine aktuelle, korrekte Darstellung der Investitionen in Schule und Bildung. Da sind Sie als CDU plötzlich gar nicht weit weg von den Linken. Genau. Die hier auch behaupten, das habe ich in der HDA in der letzten Woche gelesen am Donnerstag. Ich war ganz erschrocken. Ich denke, was ist denn da los? Habe ich auch den Haushalt nicht gelesen? Offensichtlich nicht. Na? Dass die Stadtkassen nur minimal, letzte Woche stand 1,06, heute Morgen habe ich noch so 2,6 Millionen Euro für die Investitionen für Schule ausgegeben. Falsch! Falsch! Nein, falsch. Sie müssen einfach mal lesen. Sie müssen auch die Zahlen mal richtig einordnen. Und ausgerechnet von Ihnen, Herr Auler, erwarte ich als Lehrer, dass Sie da Wissenschaften rangehen und nicht noch Ihre Schülerinnen und Schüler, die Sie haben, auch estrieren und mit falschen Informationen versorgen. Das glaube ich nicht. Ich habe in guter Erinnerung, auch wenn es schon lange her ist,
wie die Ausbildung zum Lehrer hier an der Universität Kassel funktioniert, mit welcher Akribie man Unterricht vorbereiten soll, mit welcher Wissenschaftlichkeit man an die Unterrichtsvorbereitung hereingehen soll und das Ganze auch im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern zusammen umsetzen sollte. Das vermisse ich in all diesen Diskussionen und Anwürfen, die Sie jetzt hier vorgebracht haben. Durch die Verkürzung, und es sind ja tatsächlich, es ist die Zahl 1,6 und 2,7, die stehen ja auch im Haushalt drin, das ist ja richtig, aber durch die Verkürzung und nicht die Darstellung der kompletten Wahrheit werden wieder Dinge ins Land gepostet nach dem Motto, wir tun nichts. Dann lesen Sie nochmal nach. Also, natürlich gibt die Stadt Kassel Geld aus für die Schulen. Und zwar, wenn Sie das jetzt genau schauen, ich nehme das Beispiel KIPP 2. Ja, eben, genau, das ist der Gegner. Der Herr Dr. von Rüden hat hier Zahlen verbreitet, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann mir ja noch mal einer helfen. In den Unterlagen, die ich habe, zur Verfügung habe, in der Veränderungsliste 2, R1, steht eindeutig drin, dass im Rahmen von KIPP 2 etwas über 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. 30 Millionen Euro, Moment. Davon 23 Millionen Euro Zuschuss und der Rest Eigenmittel der Stadt Kassel. Also wo ist die Zahl jetzt? Das sind ca. 8 Millionen Euro, die mindestens auf diese 2,7 Millionen Euro dazugerechnet werden müssen. Das erwarte ich aber auch als Aussage von den Linken dazu. Und das, meine Damen und Herren, gehört zur Wahrheit und Wahrheit dazu. Und das muss man auch deutlich sagen können, dass das von einigen Fraktionen hier im Hause leider so nicht dargestellt wird. Und damit fehlerhafte Informationen in die Welt getragen werden und letztendlich, ich sag mal auch, Schülerinnen und Schüler bewusst falsch informiert werden und sie dann ja, mit falschen Informationen losgelassen werden. Das ist nicht der Politikstil, den ich vertrete. Klar ist auch, Herr Dr. von Rüden, da müssen Sie zuhören, die 31 Millionen sind noch nicht komplett verplant. Wir haben noch keinen Plan. Und warum ist das so? Warum ist das so? Erstens, das ist Bundeswehrgeld. Das hat das Land überhaupt nicht zu verfügen. Das ist nur eine Weitergabe fürs Land. Das ist die erste. Sie haben behauptet, das Land hat das Geld zur Verfügung gestellt. Falsch. Das Land verwaltet diese Gelder, soll die an die Kommunen weitergeben. Das Land ist aber jetzt in der Pflicht, dafür eine Verordnung zu erlassen. Diese Verordnung ist notwendig, damit wir als Stadt Kassel oder sagen wir mal die Fachleute in den Ämtern vernünftige Planung machen können, damit wir auch wissen, wofür dürfen wir das Geld eigentlich ausgeben. Das fehlt, zumindest bisher habe ich noch keinen Plan gesehen. Schon zwei Anfragen und Anträge. Ja, dann diskutieren Sie das mit Ihren Leuten im Land. Ich sehe, Ihre Ministerin ist heute nicht da, die Kollegin Kühnhörmann ist nicht da heute, aber bringen Sie das im Land an. Dort liegt das Problem, nicht hier in Kassel, solange keine Verordnung von dort kommt. Tatsache ist natürlich, das muss man klarstellen, es bleibt viel zu tun. Die Gebäudeinfrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur in Kassel bedarf vernünftiger weiterer Entwicklung. Dafür müssen Gelder bereitgestellt werden. Dafür müssen Investitionen, kluge Investitionen vorgenommen werden. Aber unter den gegebenen Umständen muss man immer schauen, wo soll das Geld herkommen. Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt in seinem investiven Teil aus unserer Sicht alle diese Anforderungen. Dies sollte die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sein und keine bewusst herbeigeredeten Falschmeldungen oder Unterschlagung von Fakten. Und um genau dort anzusetzen, die Fake News von Fakten zu unterscheiden, brauchen wir auch in der Stadt Einrichtungen der außerschulischen Bildung. Diese müssen nicht zwangsläufig kommunale Einrichtungen sein, sondern Vereine und Verbände, die hier, heute Morgen, heute wurde es schon angesprochen, einen hervorragenden Dienst leisten. Genau das hat ja versucht, die AfD mit ihren Anträgen zu verhindern, aber auch hier entlarvt sie sich wieder mal als Partei der Desinformation. In der Begründung liefert sie häufig dazu, dass sie sagt, sie wüsste nicht, wofür das Geld ausgegeben würde. Es wäre nicht klar. Falsch. In jedem Fachausschuss, im Jugendhilfeausschuss im Besonderen, werden diese Inhalte diskutiert. Soweit ich weiß, werden dort sogar die einzelnen Anträge häufig diskutiert. Die Verwendung wird exakt nachvollzogen, dass es auch wirklich dem antragsgerecht ausgegeben wird, das Geld.
Wo ist da ein Informationsdefizit? Also wieder eine Fake News, die falsche Information liefert und bewusst die Stadtbevölkerung in die Irre führt. Und in diesen Ausschüssen sind alle Fraktionen vertreten. Also da kann keiner hingehen und sagen, er wüsste es nicht. Da muss man natürlich auch umkommen, ist klar. Auch andere Fraktionen habe ich in diesem Bereich, sehe ich bald, dass sie möglicherweise Haushaltspläne schwer lesen können oder dazu nicht mehr in der Lage sind. Dazu zähle ich nämlich auch das Verständnis für einen Haushalt gemäß den Regeln der doppelten Schuldenbremse. Die CDU will auch zur Deckung ihrer Anträge geplante positive Überschüsse in der Begründung verwenden. Haben Sie das denn immer noch nicht verstanden, trotz der vielfachen Ausführungen von unserem Stadtkämmerer, dass wir genau diese Überschüsse brauchen, damit wir einen Haushalt haben, für den wir dann auch Kredite aufnehmen können, um Schulden zu tätigen, beziehungsweise um Investitionen zu tätigen. Und dafür brauchen wir die Überschüsse. Wenn sie weg sind, haben wir sie nicht mehr. Da kann ich nichts machen. Dann reduziert sie automatisch die Überschüsse, die Investitionen. Die Regel, das ist kein Unsinn. Die Regeln dazu wurden immer wieder, wie der Haushalt geführt werden muss und warum wir Überschüsse brauchen und wozu sie notwendig sind, vom Stadtkämmerer und Oberbürgermeister Christian Geselle erläutert. Halbwahrheiten statt Darstellung komplexer Haushaltsrealität. Gerade von Ihnen aus der CDU erwarte ich eigentlich, dass Sie hier eine bessere Einsicht haben in die Haushaltsführung. Und noch eins zu den Lobeshymnen, Herr Dr. von Rühen, die Sie auf das Land gemacht haben. Erstaunlich ist aber trotzdem, dass auch in diesem Jahr wieder die Mittel aus der allgemeinen Verfügung, Zuschüsse von Land, um 1,5 Millionen Euro gekürzt wurden. Das haben Sie nicht erwähnt. Und dass Sie es gibt es demnächst ein Jubiläum, 10 Jahre, wie heißt das, wir nannten das Operation düstere Zukunft, damals, wo die Kommunen mit einem Schlag um hunderte von Millionen und Milliarden gefällt wurden. Und das ist immer noch eine Situation, die wir dem Land Hessen zu verdanken haben. So. Und dann, als nächster Punkt, kommt die Landesregierung auf die Idee, eine sehr gute Idee, Befreiung der von der Kindergartengebühr. Ja, aber wenn man genauer hinschaut, erst ist natürlich nur ein Teil, das ist okay, kann ich nachvollziehen, aber wiederum zu Lasten des KAF, des kommunalen Finanzausgleichs für die einzelnen Kommunen. Das kann es doch nicht sein. Wo ist denn da die Wahrheit und Klarheit für die Bürger? Von der Fraktion der Freien Wähler liest man gleiche Vorschläge. Alle Deckungsvorschläge zielen auf die gleiche Lösung heraus. Überschüsse sollen reduziert werden. Auch hier gilt bereits das, was zu den Anträgen der CDU gesagt wurde. Die Linke hatte ich schon angesprochen mit dem Problem der Gewerbesteuer, wo ich mich immer frage, ob sie nicht auch den alten Bauernspruch kenne, die Kuh, die ich melken möchte, darf ich nicht zur Schlachtbank führen. Auch den Herrn Nölken und Burmeister empfehle ich noch einmal, den Haushaltsplan genau zu lesen. Ihre Anträge zu den beruflichen Schulen sind zum Teil schon deshalb obsolet, weil die geforderten Mittel, in dem Fall einige konkrete Beispiele, in Teilen schon im Investitionsprogramm KIP 1 mit erledigt sind, aber trotzdem noch mal gestellt werden. Das erstaunt mich dann doch ein wenig. Na gut, wir haben sie abgelehnt in der Finanzausschusssitzung, aber letztendlich hätte ich auch sagen können, tut uns leid, haben wir übersehen, lass uns das zurückziehen, wir diskutieren das nicht mehr. Oder stellen das so dar, dass es so ist. Die zur Genehmigung auch das Thema Parkgebühr, nur mal so als Thema am Rande. Wenn das wirklich so ein gravierendes ist, es ist ein Thema. Ich kenne selbst Diskussionen mit Unternehmen in der Stadt, die gesagt haben, wir haben damit ein Problem. Aber auf der anderen Seite, die Gewerbesteuereinnahmen sind ein Ausfluss von Erfolg von Unternehmen in der Stadt. Und das sind nicht nur die großen irgendwo draußen oder am Rande der Stadt stehenden Unternehmen, sondern es ist der kleine Unternehmer, das ist der Mittelstand, es sind die Unternehmer, die hier vor Ort, die kleinen Kaufleute, die hier Gewerbesteuer zahlen. Auch. So. Und daher müssen Sie das müssen Sie auch berücksichtigen an der Stelle. Meine Damen und Herren, die zur Genehmigung durch die Stadtversammlung vorliegende Haushaltsordnung ist aus Sicht der SPD-Fraktion und ihrer Koalitionspartner ausgewogen und enthält viele Aspekte aus unserem Koalitionsvertrag. In Verantwortung für die Stadt und deren Entwicklung haben wir deshalb auf eigene Anträge verzichtet, um nicht nochmal den Haushalt ausweiten zu müssen. Mittel aus dem Programm KIP Schule
Nach den Kriterien unseres Koalitionsvertrages werden verplant. Im Haushalt finden sich die Mittel für die Stärkung des Miteinanders in Kassel in ausreichenden Mitteln, sind wieder in der Veränderungsliste 1 darüber hinaus vorgesehen bzw. sogar noch vermehrt eingegangen. Ich verweise hier zum Beispiel auf die Zuschüsse an die Caritas zur Realisierung eines Dolmetscherpools, zur Realisierung und Verbesserung der Wohnraumberatung für das Beratungsangebot für ältere Menschen. Die Drogenhilfe Nordhessen partizipiert an zusätzlichen Mitteln für die Beratung und Unterstützung. Und auch erwähnen muss man das Jobticket für die Mitarbeiter der Stadt Kassel. Das ist ein Teil nachhaltiger Verkehrspolitik in Kassel. Denn auch da, meine Damen und Herren, würde ich mir von der CDU wünschen, dass sie endlich mal auch in Wiesbaden wieder ein Wort ergreift für die Refinanzierung und Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs, was ja relativ einmalig ist. Dass eben die Zuschüsse für die Infrastrukturmaßnahmen solcher Unternehmen wie die Beschaffung von Straßenbahnen und Ausbau des Schienen, zum Beispiel des Schienenverkehrs, eben nicht mehr über das Land mitfinanziert werden. Wo ist da das Geschenk vom Land, Herr Dr. Fortuyn, frage ich Sie. Dass im Haushalt, ein wichtiger Punkt im Haushalt ist das Thema unter Dreijährige, Förderung unter Dreijährigen. Auch hier haben wir einen großen Schritt getan, aber da wird sich auch unser zuständiger Sprecher mit dem Thema noch einmal hier vorn melden und das neu erläutern. Komme ich gleich zum Personal. Das ist natürlich direkte Auswirkungen von der Personalausstattung, dass für solche Zwecke mehr Erzieherinnen und Erzieher gebraucht werden. Wie können Sie da Kritik äußern an der Personalausstattung hier in Kassel? Darüber hinaus haben Sie ausgerechnet, die CDU fordert Sicherheit und Ordnung in der Stadt, fordert die Überwachung, die Videoüberwachung. Aber wenn es denn darum geht, auch mal Ordnungspolizisten einzustellen, dann haben Sie Probleme mit der Personalpolitik der Stadt Kassel. Und noch ein Satz dazu im Bereich der Sicherheit und Ordnung. Feuerwehr gehört dazu. Die gesetzlichen Vorgaben der Stadt muss die Stadt Kassel einhalten. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, nur dummerweise, genau da fängt es wieder an. Das Land vergibt die Zuschüsse. Und da muss man wieder feststellen, entweder trickreich über Reduzierung des KAF oder, es wird nur zwei Drittel finanziert, aber es wird nicht voll finanziert und der Rest bleibt bei der Stadt. Und das ist unsaubere Politik. Wir haben eben weiterhin festzustellen, dass wir im Haushaltsplan vermehrt Kosten, also weitere Kosten vorgesehen haben, um die Stärkung der Kultur, auch der kleinen Kultur und Kulturszene in Kassel zu stärken. Dazu gehören natürlich auch Mittel für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Und hier, der Leitschuss ist ja da, hat die CDU offensichtlich irgendwie auch was nicht verstanden, denn sie hat tatsächlich pauschal alle Mittel, eine große Mittelkürzung vorsehen wollen bei dem Thema Gästebewertung etc. Und da müssen Sie irgendwie nicht aufgepasst haben, denn da sind auch viele Mittel drin, in den pauschalen Kürzungen, die wir dann nicht mehr hätten, wenn Ihren Antrag stattgegeben worden wäre, die sich mit der Bewerbung zur Kulturhauptstadt beschäftigen. Das kann es doch nicht sein, ausgerechnet von der CDU, die immer wieder auch das Thema Kultur fordert, so einen Antrag zu lesen. Das verstehe ich nicht. Haben Sie vielleicht nicht gelesen, ich weiß es nicht. Dass die Stadtschleuse in Kassel selbstverständlich auch im Haushaltsplan berücksichtigt wird als wichtiges Thema, ist klar. Wir haben viele Mittel vorgesehen für die Sportförderung in der Stadt Kassel. Dazu gehört nicht nur der Neubau einer Dreifelderhalle, auch die Sanierung von Bolzplätzen und teilweise Erneuerung von Spielgeräten auf Plätzen der Stadt Kassel gehört dazu. Die nachhaltige Sicherung einer soliden Haushaltsführung ist Bestandteil unseres Koalitionsvertrages und das finden wir nach unserer Ansicht in dem Haushaltsplan vor. Dieser vorliegende Haushaltsplan entspricht dem Vorsatz in vollem Umfang. Die Voraussetzungen für langfristiges Sichern unserer Infrastruktur sind genauso gegeben. Unsicherheiten entstehen nur da, ich sagte es bereits, wo die Finanzlagen des Landes Hessen immer wieder in Frage gestellt werden. So auch in diesem Haushalt, wie gesagt, der mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen auskommen muss. Die Rede ist hier von minus 1,5 Millionen Euro. Auch die Befrachtung des KFA, hatte ich schon kurz angesprochen, wegen des Elternfreibetrags für die Kitas gehört zu den Unwägbarkeiten, mit denen eine Stadt wie Kassel leben muss. Die Kommunen sind die Gewährleister einer funktionierenden Gesellschaft. Sie sind deshalb mit allen dafür möglichen Mitteln auszustatten. Leider ist dies in Hessen nicht in jedem Fall gegeben. Wenn wir hier von vielen in unserem Haus, von den Schülerinnen und Schülern heute gefordert,
und mit von mir nicht bestritten eine vernünftige Ausstattung für Bildung dazu gehört, braucht die Stadt eine vernünftige, verlässliche kommunale Finanzpolitik der Länder und des Bundes. Die ist leider nicht gegeben. Trotzdem, und ich komme zum Schluss, ist unter den gegebenen Umständen, hat der Magistrat unter Leitung des Oberbürgermeisters und der Stadtkämmerer Christian Geselle einen Haushaltsplan vorgelegt, der mit den eingeflossenen Veränderungen in vielen Teilen den Vorstellungen der SPD-Fraktion und den Partnern der Koalition entspricht. Deshalb findet dieser Plan unsere vollste Zustimmung. Vielen Dank.